So Leute, willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Ja, ich habe mir ja schon eine Ebene rausgesucht, wo ich da erstmal wegen bauen kann, Haus und alles. So ein wenig schön. Schönes Grasland, ich baue immer gerne wegen auf Grasland. Das ist meistens sehr flach. Und du hast Platz. So, das erste Bäumchen, damit wir erstmal ein Werkzeug haben. So, machen wir gleich mal hier. Fichtenholz, zack, 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 zack. Werkbank, wunderbar. Wo tun wir denn die mal hin? Da hinten hätte ich gern mein Häuschen hin. Ihr werdet später auch sehen, wenn ihr Lust habt, mehrere Folgen anzuschauen bei mir, dass ich eine Menge, sehr viel automatisch baue. Könnt ihr dann vielleicht, wenn ihr Lust habt, das nachbauen, so wie ich es baue. Das vielleicht gefällt es euch ja, wie ich es baue. Und würde mich freuen. So, erstmal Grundausrüstung. So. Jetzt gehen wir erstmal noch ein paar Bäumchen fällen. Wir brauchen aber wegen Nahrung, also hauen wir mal das Schweinchen kaputt. Bleib stehen! Bleib stehen! Hier, bleib stehen! Ja, im Fall jetzt machen wir das mal. Ey, guck mal, Eisen. Geht ja gleich richtig los? Geht ja gleich hier richtig zur Sache? Ich sehe nichts unter Wasser. Warte mal, Eisen können wir damit gar nicht abbauen. Der Holzaxt. Guck mal gerade so. Ja, dann lass mich so weit dort. So. Jetzt laufen wir noch mal ein wenig her. Tun wir noch ein paar Bäumchen fällen. Damit ich ein wenig Grundholz hab. Erstmal, damit ich ja was Diggis und Fackeln und alles bauen kann. Ihr wisst ja selber, wie es ist anfangs. Man hat nichts. Ich spiele diese Welt hier auf dem Server. Also es wird später werden noch ein paar Leute vielleicht dazu stoßen. Also meine Freundin auf jeden Fall, die wird sehr oft hier dabei sein. So. Ah, da ist noch ein Schweinchen. Jetzt würde ich fast sagen, gehen wir mal hier runter, wo ich mal ein paar Steinwerkzeuge abbauen kann. Hey, super, Kohle. Okay. Ist natürlich nicht schön. So, ohne Ausrüstung erstmal eine Höhle neu stolpern. Aber, naja, so schlecht ist es nicht einmal. Vielleicht findet man gleich ein paar Diamanten und so. Schön wär's. Ich würde mich freuen. So, brauchen wir erstmal den Kohle ab, dass wir auch Fackeln haben, damit wir die erstmal erkunden können. Ja, mö. Dauert mit der Holzaxt immer. Mit der Holzaxt, was sag ich denn? Mit der Holzspitzhacke. So. Bauen wir gleich mal Gescheitszeug hier. In Anführungszeichen, Gescheitszeug. So. Nehmen wir noch ein paar Stiggis. So. Also, Spitzhacke. Spitzhacke. Ofen bauen wir auch gleich. Ofen, Schaufel
und eine Axt. So. Fackeln machen wir auch gleich mal ein paar. Wie machen wir denn das am besten? Hier noch 8 haben, noch 8 Kohle mal zum Einschmelzen. So. Da schmelzen wir jetzt erstmal wegen Futter ein. Nicht, dass wir verhungern. Aber Fackeln her, damit wir es gleich finden. So aufregend viele Fackeln sind es ja nicht. Ach so, ich wollte mir ja noch ein Steinschwert bauen. Falls doch hier irgendwas auf mich lauert, mich ein bisschen besser verteidigen kann. Bauen wir auch gleich noch eine Truhe. Eine Doppeltruhe würde ich so fast sagen, ha? So. Bauen wir mal da her. Ist ja weiliger, oder? Das Holz, ich brauche mir ja nicht mehr. Die Stickies nehmen wir mit. So, ab auf die Mülldeponie. Zack. Jetzt gucken wir mal die Höhle hier. Geht schon wesentlich schneller. Wunderbar. So eine Riesenhöhle, wo ich Wochen drin bin. Darauf habe ich keine Lust. Eine Woche in der Höhle zu verbringen. Fackel. Oh. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich möchte nämlich die Original-Minecraft-Sounds und sowas, die Hintergrundmusik und alles laufen lassen und keine eigene Playlist einspielen, weil wir zocken ja schließlich Minecraft. So wegen des Minecraft-Feeling zu erhalten. Oh, ich sehe Lava. Von Rohstoffen leider nicht allzu viel. Eisen ist immer gut, braucht man immer. So. Ich möchte Minecraft auch vollständig ohne Mods durchspielen. Das ist das Einzige, was ich jetzt an Mod-mäßig in Anführungszeichen drin habe, ist ein Shader-Mod. Und da habe ich jetzt in diesem Shader-Mod verwende ich die Test-Zip von Charonix, also nicht GSL-Shader oder so. Der ist nicht so meins. Also, ich habe es jetzt mal ausprobiert. Es war mir persönlich ein bisschen zu hell alles. So, Kies werden wir auch viel brauchen, deswegen baue ich gleich mal hier alles ab. Ich möchte nämlich, ich bevorzuge so Wege aus Kies, links und rechts, so eine Hecke. Also ich möchte das alles richtig schön aufbauen, die Welt. Vielleicht inspiriere ich euch damit ein bisschen. Vielleicht gefällt es euch, baut ihr dann auf eurem Server, in eurem Let's Play oder einfach nur für euch. Das dann auch so.
Mir macht's einfach nur, mir gefällt es einfach nur, wenn es ein bisschen schöner ausschaut. Richtig schön kreativ kann ich da sein. Schaut fast so aus, als ob wir da wieder eine Höhle haben. Yep. So, und dann würde ich fast sagen, wir machen noch ein paar Fackeln. Ich habe jetzt nur noch zwei Stück. So leuchtest du. So. So, sammeln wir mal schön den ganzen Kies ein. So. Oh, hier ist sie. Hier geht's nicht weiter. Das habe ich schon gedacht. Jetzt haben wir das Ende der Höhle schon. Jetzt haben wir noch so eine Riesenhöhle wieder mit hunderten Abzweigungen. Oder wir haben wir schon wieder das Ende der Höhle da erreicht. Ja. So, Kies, Buddel, 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 Buddel. So, es geht natürlich am schnellsten mit einer Schaufel mit Effizienz. Du machst drrrk und durch. Alles weg. Aber wir haben ja sowas noch nicht. Und jetzt hat sich die Schaufel verabschiedet. Na, dann warten wir halt. Geh aus, Lava. Aus. Und schon wieder Wasser. Bauen wir mal zu hier. Wunderbar. Das mit dem Scrollen. Ich scroll immer zu weit. Und da auch Wasser. Minecraft will, dass ich ertrinke. Gibt's doch nicht. Hab ich doch aufgegessen und alles. War doch freundlich. So. Ihr werdet auch später sehen, wenn er mehr guckt von mir. Ich habe es auch ziemlich viel mit Redstone. Also ich baue sehr viel Redstone-Leitungen und auch sowas wie ein Lichtsensor werde ich auf jeden Fall auch mit einbauen. Ein Lichtsensor werde ich auf jeden Fall auch mit einbauen. Weil ich weiß nicht, mir gefällt es so. So nachts gehen halt ja die Lichter an deinem Haus an. Ein paar Lampen werde ich natürlich serienmäßig beleuchten. Au! Aua, ich hab mir das Bein gebrochen. Aua. Aua, aua. Aua, mein Bein. Wow, eine Menge Eisen. Müssen wir mal den Cobblestone abbauen. Ein paar Pflastersteinler. So, ich würde fast sagen, wir verschwinden aus der Höhle, weil die Spitzhacke gibt auch gleich den Geist auf. Damit ich hier noch irgendwie rauskomme. So. Da haben wir Eisen übersehen. Gleich weg damit. Außerdem habe ich noch nicht allzu viel zum Essen. Da sind wir hergekommen. Da haben wir das Lava ausgeschaltet, da sind wir auf und da herkommen. Nicht wundern, dass ich mitrede hier laut denke. Ich verlaufe ihn nämlich sehr gern. Da ist nicht, da sind wir da von daher kommen. Da waren wir noch nicht mal. Ne, da waren wir noch nicht. Ich verlaufe mich nicht echt sehr gern in solchen Höhlen. So. 40 Eisen. Kann man nicht meckern. 40 Eisen gleich. Das ist ja
Wunderbar. Holz brauchen wir jetzt noch ein bisschen. Also. Ich habe vorne da hinten. Schwein. Ich habe vorne da hinten, glaube ich. Schwein, 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 Schwein. Da hinten, glaube ich, paar. Eichen und Birkenbäume sehen. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr allzu sicher. Ja, ich bin mir nicht mehr allzu sicher. Jetzt laufen wir erstmal darüber. Das Schneegebiet. Mäh. Das Schneegebiet. Da ist nichts. Da, doch, da hinten. Ich hatte recht. Hier bei Eichen und bei Birkenholz. Ich baue meine Häuser. Aua. Ich baue meine Häuser gerne aus Eichenholz und einen Fußboden mache ich aus Birkenholz. Das ist ein wenig heller. Und ja, bei Tropenholz oder sowas. Das ist mit dem Texturenpack, das ich aktuell verwende, nicht so meins, also. Ist mir zu dunkel dann einfach. Ich verwende das Mias Realistic HD Paket. Jo. Das ist, finde ich, sehr schön. Werd auch paar Links, wenn euch das Paket gefällt, paar Links runter mit auf meiner Website, die aktuell in Bau ist, mit drauf, die ganzen Shader und alles, die ich ein wenig verwende und so, und wie man sich einen Server stellt, so alles kleine, so kleine Hilfen für jeden, der auch sowas, so ein Let's Play möchte, wie ich zum Beispiel. Ich nehme auf mit Fraps, habe mir extra ein schönes Headset dafür gekauft. Gestern erst. Ja. So. Ja, jetzt warten wir noch, bis hier alles runterfällt. Sammeln nochmal die Seeds ein. Und dann könnte ich eigentlich schon anfangen, eine Baumplantage zu bauen. Also eine kleine, feine Baumplantage. Bitte. Schweinchen. Hehe. Nee, Schaf. Du bringst kein Fleisch. Muss gar nicht so gucken. Ich mach dir nichts. Ich habe vor, zum Beispiel jetzt auf dieser Welt hier eine Menge zu bauen. Ich möchte Kaktus- und Melonenfarm bauen. Nee. Halbautomatische, sag ich's mal so. Dieses am einfachsten. Mache ich ein paar Kolben, die schieben die nach oben. Muss ich nur noch durchlaufen, einsammeln. Ich weiß es noch nicht, ich habe mich noch nicht entschieden. Entweder baue ich wieder einen Farm Tower. Das ist ganz einfach. Oben fließt Wasser runter. Nach unten, stufenweise. Selbstmordschaf? Wo bist du runtergefallen? Vom Baum?